Hallo. So, mal schauen, Zuschauer, wie sieht's denn aus? Ja, herzlich willkommen zum Stream, heute mal etwas später und ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich bin leicht erkältet. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich starte erstmal das Spiel. Ja, weiter. So, beim letzten Mal haben wir Major Bob besiegt, haben den dritten Orden errungen. Haben davor natürlich auf der MSN gekämpft gegen die ganzen Trainer. Und jetzt sind wir vom Felstunnel, wollen den überqueren, damit wir nach Lavandia kommen. Ja, dann gucken wir mal. Wir sind jetzt hier im Pokémon Center. Genau. Oh ja. Verdammte Erkältung. So, gibt es irgendwas? Habe ich die ganzen Items, die ich nicht brauche, weggelegt? Oder kann ich jetzt sogar noch was weglegen? Ja, eigentlich die KP Plus können erstmal weg. Jo. Schutz, nee, das Nugget auf jeden Fall. Das brauche ich erstmal nicht. Ja, vorher getestet noch nicht. Ich habe mir ein Let's Play angeschaut. Ist echt ziemlich witzig. Vielleicht stelle ich das irgendwann mal kurz vor. Ja, auch in einem Stream oder vielleicht mal in einem YouTube-Video. Ich muss mal schauen. Auf jeden Fall sieht es ziemlich witzig aus. Und ich habe auf jeden Fall echt Respekt vor den Leuten, die es programmiert haben. Klar, einige Sprites sind hier irgendwie zusammengeklaut, aber. Wo ist es denn nicht? Ah ja, genau, gegen die haben wir gekämpft. Alter, was ist denn das hier? Ach ja, klar. Blitz, richtig? Ah. Und dabei dachte ich, dass ich die überhaupt nicht brauche. Weil Blitz so ziemlich die nutzloseste Form ist. Sieht denn das Streamfeld? Achso, total enorm. Gut. So. Ja, mal schauen, das müsste ja. Ja, das war echt geil auf jeden Fall. Also bei Weezer habe ich echt lachen müssen, vor allem beim Sprite dann. Falsch, nicht hier, Bills PC, PC von Ash. Alter, warum muss ich denn unbedingt Blitz noch lernen? Nee, du. Ganze TM-Style ist Form 1. Das ist doch Blitz, ja. Okay. Dann mal schauen. Hoffentlich kann das irgendjemand lernen im Team. Außer Pikachu. Zerschneider? Nee. Moment, habe ich da jetzt was verwechselt? Oh nein. Oh nee. Ja. Och nee. Jetzt echt noch. Nee. Warum denn Pikachu? Nee. Ja, ich. Ja, du siehst ja hier im Forum oder hier im Stream ist ja kaum was los, deshalb ist es ja halb so schlimm. Naja, ich habe ja auch kein Ankündigungsvideo gemacht, aber. Trotz Ankündigungsvideo hat ja auch irgendwie kaum jemand eingeschaltet. Erstmal ablegen. Ich ändere jetzt mal meinen Plan spontan. Freddy hat jetzt einen etwas höheren Level, kann erstmal pausieren. Ich werde ihn nach dem Felstunnel auf jeden Fall wieder mitnehmen. Aber jetzt werde ich auf jeden Fall mal schauen, dass irgendwie ein anderes Pokémon auch Blitz erlernen kann. Ich könnte ja Mew nehmen. Warum nicht? Hey, so. Form 5, genau. Jo, und zwar möchte ich Mew Blitz beibringen. Yay!
Dankeschön, danke. Ja, ist schön, wenn du mich unterstützen willst. Freut mich auch sehr. Ich mache das ja zum Teil auch für mich einfach, dass ich. Ja, warum mache ich das denn überhaupt? Keine Ahnung. Ich mache es ja nicht des Geldes wegen oder so. Alter, auch das Menü. Toll. Egal, halb so schlimm. Hi, Oxy. Oder wie man den Namen auch ausspricht. Ach, der Link hier auch. Namen, Bruder. So, helfe ich aber. Okay. Very interesting. Linky, kannst du mal den einen Kommentar da löschen? Der ist ziemlich unpassend. So, Rankenlieb. Ach nee, sag nicht, du hast es durchgespielt. Ah, dann mache ich das mal schnell. Bist nicht. Ey, du bist doch eigentlich Modlinky, ja. Oh, okay. Gut. Ach, dann schaue ich mal. Ja, wie macht man das denn jetzt da? Nee. Ja. Naja, gut, ich spiele das mal weiter. Okay, Sackgasse, das wollte ich da natürlich nicht. Dann kämpfen wir mal gegen den hier. Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Das ist ein Pokémon. Ja, der setzt einen Dragossa ein. Ja, und ich setze da ein Flug-Pokémon ein. Das ist ein Flug-Pokémon, vor allem, das keine Flugattacken kann. Naja, was soll's. Ich würde einen Panzer auf jeden Fall. Ja gut, der Heuler ist ja halb so schlimm. Ich nehme dann mal die Blubber, auf jeden Fall. Mich nervt es gerade eben, irgendwie Twitch lädt den Chat so langsam. Und ich frage mich einfach nur, warum? Naja. Ja, doch, Blubber. Deshalb kann ich, falls ihr jetzt gerade im Chat irgendwie was schreibt, ich kann irgendwie nichts lesen im Moment. Da ist Pikachu. Na, Donnerschock. Ah, ich schau mal kurz. Das geht doch nicht, ehrlich. Twitch. Gehe ich halt auf meinen Kanal. Wenn es halt nicht besser geht. So. Konfusion. Ja, muss ich dann im Donnerschock auf jeden Fall weiter einsetzen. Schade, dass es hier kein Unlichttyp gibt. Das wäre halt.
echt gut. Was ist denn eigentlich gegen Psycho effektiv? Verdammt, Chat, lad doch mal. Ehrlich. Naja. Game over. Ja, sieht so aus. Musst du ein neues Leben einsetzen. ein Zubat. Ja, stimmt, wir sind hier in der Höhle. Ja, Kolle. Dann setz mal Windstoß ein. Und... ja, eine Käferattacke gegen Flug-Pokémon ist echt nicht so effektiv. Alter, Chat, lad doch mal. Nee. Sorry, Leute, ich kann echt im Moment einfach mal nicht antworten. Der Chat lädt einfach nicht. Vielleicht mache ich mal kurz mein Handy an. Oder beziehungsweise das WLAN dort. Während ich hier das Zubat noch platt mache. Ja, gut die Hälfte. Immerhin nicht so wie bei dem Zubat vorhin. Und ganz cool, Kolle ist durchgekommen durch die Verwirrung. Aber jetzt nicht. Ja. Dann... gut, dann trifft es ja jetzt hundertprozentig. Kolle, Erfahrungspunkte, stimmt. Wie lange brauchst du noch bis zum nächsten Level? 41. Gut. Nee, ich will zurück. Große Fläche. Ja, genau. Wildes Zubat. Mal wieder. Egal, das bringt jetzt wenigstens die Erfahrungspunkte für Kolle. Die Kolle auch braucht für den Level Up. Ja, Verwirrung, aber wenigstens kommst du durch. Und Zubat ist besiegt. Kolle erreicht Level 21 und ich bin glücklich. Wirbelwind, Wirbelwind. Macht die Schaden, macht Wirbelwind Schaden, dann bin ich echt glücklich. Ach stimmt, das steht ja hier nicht. Und leider kann ich den Chat auch nie lesen. Oh. Auf Verzweiflung pur im Moment, echt. Mensch, Twitch. Muss doch nicht sein. Wir sind doch so gute Freunde. Ah. Ja, so. Dann setz mal Blubber ein, Panzer. Oh, endlich! Endlich, ihr könnt mir wieder schreiben, ich kann wieder antworten. Nee, du echt. Das ist... der Einhieger bringt jetzt sowieso nichts, weil ich die Aquaknarre einsetze. Und das wirkt einfach mal vierfach. Genau. Panzer erreiche jetzt auch Level 21. Lernst du eine neue Attacke? Nee. Ist es bei euch eigentlich auch so warm wie hier heute? Wenn wir jetzt hier wieder kommunizieren können untereinander.
soll es mir, glaube ich, mal ein bisschen gemütlich anlegen. Ach, nicht so. Oh ne, da waren fast noch zu viel. Ah ja, ein Heuler ist aber auch nicht verkehrt unbedingt. Naja, eigentlich schon, aber passt schon. Jojo. Zu Hause zeichne ich gern Pokémon. Wer tut das nicht? Okay, Phlegmon. Ich probier's mal mit Killer. Ah, stimmt ja. Killer ist ja auch noch ein Gift-Pokémon. Ja, es ist nicht ganz so schlau gewesen. Ja, gut. Genau, erzähl mal. Schock. Du bist hier Omega? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht entschieden. Vielleicht warte ich einfach mal drauf, welche Pokémon wo vorhanden sind. Ich bin erschöpft. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube nicht vom Malen. Ich komme nicht auf hierher. Aber ich will kämpfen. Ja, ja. Hast du schon eine Idee, Linky, welche Edition du haben willst? Ich probiere mal Wirbelwind aus. Okay. Die Omega wird deine... Oh, nee. Main-Funktion, sage ich schon. Da merkt man, dass ich Informatiker bin. Deine Main-Edition. Okay. Keine Ahnung, so von... Legendären will ich eigentlich auch zu Omega tendieren. Aber da kann ja Linky aufsprechen, dass die dritte Generation ja die ist, wo ich am wenigsten, abgesehen von der fünften natürlich, gemacht habe. Ja, Gamas Maragd, genau. Während Kolle immer noch weiter schläft. Oh nee, Kolle. Ja, das wird knapp. Weiß eigentlich einer von euch, wie das hier mit Wirbelwind ist in der ersten Gen? Yay, geil. Egal, jetzt hier mit Glut dran. Ah, das ist gut. Wenigstens ist es verbrannt. Aber Linky, ich glaube, damit Gamma Smaragd hast du dir echt, das ist mehr Wunschtraum als Wirklichkeit. Magnetkrieger, Yu-Gi-Oh! Okay, das ist nach meiner Zeit. Also bis, ja, ich glaube, erste Staffel Yu-Gi-Oh! GX kann man mit mir ein bisschen über Yu-Gi-Oh! Reden, aber danach... Nicht wirklich. Ich bleibe mit Glutexe drin. Oh ja, oh ja. Ach nee. Wie macht man den eigentlich immer? Was? Erste Staffel? Ehrlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Alter, wie alt war ich denn da überhaupt? 10 oder so, ja.
Oh, ich hab verloren. Ja, ja. Echt. Schon echt eine Zeit her. Erste Staffel Yu-Gi-Oh! Wenn hier ein Onix kommt. Aber Onix bringt auch eigentlich nicht so viele Erfahrungspunkte. Hm, passt schon. Ah, okay. Yugi hatte die immer. Magnetkrieger. Ja, sag ich einfach mal. Ja. Wieder, was wusstest du? Alter, ich habe mit Yu-Gi-Oh! Wirklich seit 2005, 2006 kaum was zu tun noch. Falsches Pokémon drin. Panzer, du musst rein. Okay, gut, der Schaden ist ja noch mäßig. Aber mich interessiert jetzt, kann ich eigentlich, ja, in der App auch jetzt mitverfolgen? Ja, sehr effektiv. Glumanda wurde besiegt. Call erreicht Level 22, ohne richtig viel gekämpft zu haben. jetzt kommt Dragosso. Ich bleib drin. Ja, ich bleib drin. Das ist echt komisch, warum auch immer. Volltreffer, yay. Vielleicht sollte ich mal mich auf eins konzentrieren und das andere mal so kurz nebenläufig laufen lassen. Hat sich irgendwie nicht so toll angehört, aber passt schon. Ja, jetzt noch die Aquaknarre und passt es. Nee, ich möchte nicht raus. So. Er spezialisiert den Pokémonik. Soweit, so gut. Ja. Aber ich glaube, hier geht schon weiter. Ich gehe mal erstmal zurück. Was? Was haben die denn umgestellt? Da fällt mir gerade auf, klar, ich habe ja nicht mehr Nidoking dabei, sondern Mew erstmal. Auch wenn das echt nur für die Höhle ist. Hier für den Felstunnel. Okay. Ja, genau, Google ist schuld. Die haben noch gar nichts gemacht, aber Google ist schuld. So. Channels. Verdammt, dann habe ich auch noch kein Gegengift dabei. Ja, es hat sich ja echt gelohnt. Ja, ich habe jetzt wenigstens wieder einen Zubat vor mir. Wow. Fällt mir gerade auch ein, dass ich eventuell nur so ein ganz nebenbei überlegt, ganz kurz, einen Supertrank einsetze für Kolle. Und für Pikachu. Das sollte erstmal reichen. So, ja, das ist... Oh, und habe ich Macholo eigentlich schon? Keine Ahnung. Wirbelwind. Ja gut, Wirbelwind ist einfach nur... Okay, gut. Ich habe es mir schon gedacht, dass einfach nichts weggenommen wurde. Gut, gut. Also.
einen kleinen Stein. Aber das habe ich ja hundertprozentig. Ja, komm, ich muss hier ein bisschen trainieren, das passt schon. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss ich trainieren. Blubber. Toll. Hast du gut gemacht, Kleinstein. Echt. Finde ich super. So. Lad. So. Ja, dann fliege ich mal lieber von den ganzen Kleinsteins. So, wann komme ich? Ja, genau. Kleinstein hatte nur einen einzigen Job, nämlich besiegt zu werden. Und den hat es überhaupt nicht erfüllen können. Yay, toll, Pikachu ist verwirrt. Aber wenigstens kommt es durch. Ehrlich, der berühmte 1 KP. Und immerhin ist auch die Verwirrung jetzt weg, nach einem Zug. Und ein Volltreffer, der völlig unnötig war. Ja, kämpfe ich mal gegen den. Das ist bestimmt ein Wanderer. Mein Pokémon wird dich das fürchten lernen. Nein. Glaube ich eher nicht, Wanderer. Mit einem Kleinstein. Auf Level 25. Ja, das ist ein bisschen suboptimal. Ja, und dann habe ich auch noch kein gutes. Welche Attacken hast du nochmal? Das ist alles nix. Und bei Mew sieht es da besser aus. Mit dem Pfund auf jeden Fall. Und sonst Wandler. Ja, eventuell kann ich Mew einwechseln mit dem Wandler. Und da noch ihr was reißen. Und Steinwurf. Das ist deine freie Entscheidung, Bruder. Ich zwing dich ja nicht dazu. Du kannst selbst entscheiden, ob du Hausaufgaben machen willst und lernen willst oder mir beim Stream zuschaust. Ja, nee. Okay, komm. YOLO. Ich glaube, das ist echt das passende Motto für die Nein! Oh, ach nö. Ehrlich? Ich sag einfach nur nein. Wofür? Das ist völlig dumm. Das ist doch völlig dumm. Ich gebe auf. Du bist besser. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das einzige Pokémon, was er hat, ist ein Kleinstein. Und dann setzt er, obwohl er nur ein Pokémon hat, egal, zeig mir, was du drauf hast, ja, und dann, obwohl er nur ein Pokémon hat, setzt er...
weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ehrlich, ich bin erschüttert. Ich weiß nicht, nee, erschüttert, das drückt es eigentlich noch nicht aus. Gift. Na gut, wenigstens. Okay, der Karateschlag ist ja immer. Nee, nicht ein. Kein Volltreffer. Oh, gut, gut. Dafür ist auch die Glut wenigstens ein Volltreffer gewesen. Ah, und jetzt Onyx. Ja. Ja, ich setz mal Pikachu ein. Und Pikachu wird. Ja, mit Slam angreifen, der natürlich daneben geht. Und schon wieder. Wenigstens greift Onyx jetzt erstmal nur mit Tackle an. Ja, nicht effektiv. Ich greife einmal weiter an mit Slam. Das wird, glaube ich, ziemlich langweilig jetzt. Ja, und dann kommt auch noch Klammergriff. Finde ich super. Vor allem super fair. Ja. Item. Supertrank für Pikachu. Und ich greife weiter mit Slam an, weil ich einfach nichts Besseres habe. Hoffentlich ist dann auch mehr oder weniger Schluss, wenn ich da jetzt hochgehe. Und Slam. Na komm, das bisschen hätte auch echt noch klappen können. Ja, los Onyx, greif weiter an. So. Aber jetzt. Ja, endlich, der Kampf ist vorbei. Besiegt den Wanderer. Du bist gut. Ja, natürlich.